Ja, hi, Eika hier. Also ich koche zwar ganz gerne, aber mehr als 10 Minuten Arbeit mache ich mir da bestimmt nicht. Und ich habe gedacht, warum nicht? Also eins mal gleich vorweg, das wird natürlich kein Koch-Channel hier, sondern ich habe gedacht, ja, weil in meiner Bubble sehr viel Junkfood gegessen wird und sehr viel Shit, habe ich mir gedacht, ja, jetzt mache ich hier mal was Gesundes und filme das einfach ab. Um ehrlich zu sein, war es komplett spontan, dass ich es gefilmt habe und wird nicht allzu oft vorkommen, dass ich kochen werde für YouTube. Aber ich habe es jetzt trotzdem gemacht. Hat geschmeckt. Wie nennt sich das? Ist, glaube ich, sowas wie rotes Curry oder so. Manche von euch wissen vielleicht, ich bin Vegetarier. Bedeutet aber nicht, dass man das nur vegetarisch kochen kann. Man kann da auch einfach noch ein paar Fleischbrocken reinschmeißen, funktioniert wunderbar. Ist jetzt in dem Fall sogar vegan. Ist einfach ein rotes Curry mit verschiedenem Gemüse. Macht Gemüse rein, was ihr wollt. Ich habe halt meine Auswahl getroffen, seht ihr ja gleich im Video. Im Endeffekt schmeißt das rein, wo ihr Bock drauf habt. Wenn ihr keinen Bock drauf habt, lasst ihr es weg. Easy peasy. Viel Spaß. Yo, mehr als 10 Minuten Arbeit ist das einfach nicht. Jetzt kocht ihr euch dazu noch Reis ab oder Kartoffeln oder Nudeln oder esst Brot dazu. Ist mir eigentlich egal. Ich nehme immer das, was gerade da ist. Und es schmeckt gut, es ist gesund und wirklich nicht viel Arbeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns doch demnächst wieder. Ciao, ciao.